Moin zusammen. Wir befinden uns hier gerade in einem Wald in Schleswig-Holstein, in dem in den letzten Jahren forstwirtschaftlich etwas wenig passiert ist. Und wir möchten euch hier mal anhand eines Beispiels zeigen, warum es nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch aus naturschutzfachlichen Aspekten wichtig ist, Bäume zu fällen und Bäume zu entnehmen. Die Hauptbaumart in unseren deutschen Wäldern bildet die Buche. Die steht hier überall rundherum von mir. Wir haben dazu einen ausführlichen Artikel auf unserer Website forsterklärt.de geschrieben. Da könnt ihr mehr dazu erfahren. Eine weitere Baumart, die hier ganz besonders und schön ist, ist die Eiche. Die Eiche wächst auch heimisch in unseren deutschen Wäldern, kann aber durch Bedrängung von Buchen geschwächt werden und auch aus unseren Wäldern vertrieben werden. Hier in diesem Wald haben wir einige Alteichen stehen, die jetzt manchmal durch einige Buchen bedrängt werden. Das sieht man an diesem Beispiel hier ganz gut. Wir haben ja eine ältere Eiche, die von hinten von einer Buche etwas bedrängt wird. Diese wächst gerade zügig in die Krone der Eiche hoch und wird damit etwas gefährlich. Denn unsere Buche ist eine sehr konkurrenzstarke Baumart, die gerade in älterem Alter umso stärker wird. Sie ist eine Halbschattbaumart, die in der Jugend etwas weniger schnell voranwächst als andere Baumarten, wie zum Beispiel die Eiche. Die ist eine Lichtbaumart, die wächst in frühen Jahren sehr schnell und hoch. Und danach kommt erst die Buche und kann aber die Eiche überwachsen. Das wird dann für die Eiche gefährlich. Hier würde nun also der Förster Buchen, die in die Eiche reinwachsen, entnehmen. Das ist hier in den letzten Jahren leider nicht passiert. Und so kann man vermuten, dass diese Eichen irgendwann verschwinden werden. Das sehen wir auch am Boden des Waldbodens. Denn hier sehen wir Buchen in allen Altersklassen. Wir haben hier eine kleine Naturverjüngung, die hier schon etwas größer wird. Wir haben hinter uns Stangengehölz und auch hohe Bäume. Wir finden jedoch auf dem Waldboden keine Naturverjüngung der Eiche. Das heißt, die Eiche würde jetzt hier naturgemäß nicht wieder hochkommen, weil sie am Boden nicht zu finden ist. Das ist ein Zeichen für erhöhte Populationsdichten von Wildarten wie zum Beispiel dem Reh. Das Reh findet die Triebe der Eiche und frisst diese auf. Das nennt man Verbiss. Wir haben unter anderem zum Rehwild und zu der Jagd ebenfalls ausführliche Artikel geschrieben. Und hier wäre also nötig, forstwirtschaftlich einzugreifen und auch jagdlich einzugreifen, um die Eiche in diesem Wald zu erhalten. Wir führen jetzt noch unseren kleinen Waldspaziergang fort und möchten euch liebe Grüße aus dem Wald ausrichten. Komm mit, Mayra. Komm. Komm hier.